Eine vermeintlich dumme Frage, die überhaupt nicht dumm ist, die man vor allem im Mittelstand häufig diskutiert. Also wenn wir Kundenkontakte aus dem Mittelstand haben und dann über Online-Themen sprechen, wie man es schaffen kann mit Content-Vermarktung, mit einem bestimmten Funnel, mit bestimmten Angeboten, mit Conversion-Elementen und so weiter und so fort, Neukunden bzw. Leads im Internet zu gewinnen, mit dem Online-Marketing, mit diesem neuen Tool, dann wird einem häufig nicht geglaubt, dass das möglich ist, dass die eigene Zielgruppe tatsächlich im Internet ist, dass Leute tatsächlich über das Internet Unternehmen anfragen, was auch immer. Warum ist Online-Marketing so wichtig? Hatte ich jetzt die Idee, einfach mal zwei Zahlen miteinander zu vergleichen, die eigentlich ein mega Kernargument sind. Und das geht darum, um Traffic, um Besucherzahlen, um Menschen, die sich tatsächlich an einem bestimmten Ort tummeln. Es ist doch sehr wahrscheinlich, wenn ich auf einen Marktplatz hinausrufe, hier Wurst oder was auch immer ich verkaufe, und auf diesem Marktplatz befinden sich 10 Menschen, und ich vergleiche das mit einem Marktplatz, bei dem ich dasselbe Verkaufsangebot raushaue und da befinden sich 1000 Menschen, ist doch auf dem Marktplatz mit den 1000 Menschen, wenn die mich hören, wenn die mich genauso gut hören wie die 10 Menschen, ist doch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich mehr von meiner Wurst, von meinem Käse, von meinem Gemüse, von was auch immer verkaufen werde. Und so ist es auch im Internet. Ich vergleiche mal zwei Themen. Einmal die Top-Websites auf der Welt, beziehungsweise in dem Fall jetzt nur in Deutschland, ist Facebook in den Top 5. Das heißt, Facebook bekommt pro Tag weltweit 1,4 Milliarden Traffic. Und jetzt vergleiche ich das mal, und Facebook ist eine der meistbesuchten Websites auf der Welt. Jetzt vergleiche ich das mal mit einem Einkaufszentrum. Eines der größten Einkaufszentren der Welt ist das eine Mega-Mall auf den Philippinen mit über 1000 Geschäften, Multiplex, Kino und dem ganzen Kram, und die haben 800.000 Personen am Tag, die sich dort tummeln. Das legt die Vermutung nahe, dass ich auf Facebook besser verkaufen kann als in dieser Mall, weil ich auf Facebook deutlich mehr Menschen habe und die auch noch deutlich besser targetieren kann. Also ich habe ja auch noch die Möglichkeit, die Menschen direkt anzusprechen, während in der Mall bin ich darauf angewiesen, dass die Leute tatsächlich an meinem Laden, an meiner Werbung, an was auch immer ich verwende, um Aufmerksamkeit zu generieren, daran vorbeilaufen müssen, um tatsächlich bei mir einzukaufen. Und das versuche ich Mittelständlern auch immer wieder auf den Weg zu geben. Die Menschen, die sich in dieser Mall befinden, das kann jetzt auch in Deutschland sein, oder die sich in diesem Fachhandel befinden oder was auch immer, die befinden sich zigfach im Internet. Ob das jetzt Google ist, ob das Facebook ist, ob das Amazon ist, ob das was auch immer für eine der größeren Websites, eines der größeren Portale ist, aber die befinden sich dort, ich kann sie dort gezielt ansprechen und ich kann dort gezielt mein Produkt oder meine Dienstleistung auch verkaufen, beziehungsweise es so gut bewerben, dass ich an einen Bruchteil dieser Menschen, die ich erreiche, einen Verkauf hinbekomme. Und deswegen ist Online-Marketing so wichtig, weil ich einfach Skaleneffekte nutzen kann, die es im Offline-Leben fast nie so gibt.